Glauben Sie, dass Sie Gaia bewachen? Ich bezweifle, dass Sie überhaupt denken. Es ist eher ein Instinkt, der Sie zu Ihrem Grab zieht. Wenn Sie nicht gerade nach mir suchen würden. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Mehr kann ich nicht tragen. Reibt ein bisschen. Thank you.
großen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Nicht runtergucken. Nicht gucken. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt, ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Es wird Zeit, reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Pass auf, wo du hintrittst.
Noch eine von diesen Energiezellen. Aber was mache ich damit? Soll wohl mein Weg hinüber sein. Denk nicht drüber nach, Aloy. Mach es einfach. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Sie hält seit 19 Jahren, oder? Naja. Nicht antworten. Oh, das wäre geschafft. Elisabeths Zimmer. Ich weiß, sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Elisabeth. Was ist das? Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken.
Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren... mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Du hältst sie für besser, weil sie klüger war. Wegen der Idee zu Zero Dawn. Doch darum geht's nicht. Was sie besser machte, war die Bereitschaft, sich selbst zu opfern. Für andere. Für die, die noch kommen sollten. Nein. Ihre Schöpfung sollte nicht versagen. Du verwechselst Willen mit Sentimentalität. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg.